Angesichts der Debatte um ein Verbotsverfahren gegen die AfD sorgt eine Internetpetition für Aufsehen. Darin wird gefordert, dem AfD-Politiker Björn Höcke die Grundrechte zu entziehen. Um das zu erreichen, soll die Bundesregierung einen Antrag beim Bundesverfassungsgericht stellen. Der Initiator der Petition beruft sich dabei auf Artikel 18 des Grundgesetzes. Demnach können deutschen Staatsbürgern die Grundrechte entzogen werden, wenn sie ihre bürgerlichen Freiheiten missbrauchen, um die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen. Das könnte auch das aktive und passive Wahlrecht Höckes betreffen. Die Petition wurde bereits vor 2 Monaten auf der Plattform Campact gestartet. Seit den Enthüllungen eines Geheimtreffens von Rechtsextremen, Politikern, aber auch Unternehmern erhält sie nun großen Zulauf. Am Dienstagvormittag hatten bereits fast 1 Million Menschen unterschrieben. Nun muss sich der Petitionsausschuss des Bundestages mit dem Thema befassen.